Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Wir wollen dieses Jahr Hajj machen. Und wir wollen, dass ihr mitkommt, denn Alhamdulillah, der Bruder hat eine Hajj-Organisation gemacht und wir werden das unterstützen. Wir werden als Hajj-Führer mitreisen, inshallah. Und wir wollen uns auch richtig Mühe geben, dass da alles richtig nach Sunna abläuft und dass wir auch mit einigen Gelehrten dort treffen werden, wie wir das auch in den letzten Jahren immer gemacht haben. Bei uns waren schon, uns haben schon Gelehrte, wie zum Beispiel der berühmte Gelehrte aus Mekka, Sheikh Ajlan, hat uns besucht und auch viele andere. Und deswegen kommt mit uns mit, inshallah, und ihr werdet es inshallah nicht bereuen. So, was ich sage ist, genauso, also Alhamdulillah, der Bruder Ilhami und der Bruder Huseyfe, die diese Firma gegründet haben und Hajj-Dienste machen werden. Wir als EZB Einladung zu Paradies, Prediger, werden inshallah mit dieser Gruppe fahren. Deswegen, ich lade euch auch mit ein, kommt mit uns zum Hajj, damit wir die Hajj-Zeremonie richtig ausführen können nach Koran und Sunna, wie unser Bruder Ibrahim schon gesagt hat. Auch ist ein Vorteil, wir machen das alles auf deutscher Sprache. Das heißt, es wird neben der Muttersprache Unterrichte auch in deutscher Sprache die ganze Führung gemacht. Und Alhamdulillah wird es doch schön eine wichtige Sache, diese Hajj deines Lebens, dass du nicht achtest auf das Geld. Weil viele Brüder und Schwestern gucken immer auf das Geld, ja, Hauptsache billige Hajj-Reise, statt zu sagen, das ist einmal in meinem Leben eine Reise. Dann solltest du schon deine Gruppe richtig aussuchen, mit wem du Hajj machen möchtest. Mach mit den Leuten, die dich so nach praktizieren, die den richtigen Akide haben, nach der Akide Werte der Ahle Sunna praktizieren und auch jedes vor Ort. Richtet euch rechtzeitig ankündigen, wie es gemacht wird, denn vielleicht wird es keine zweite Chance geben, für den Hajj zu machen. Und noch etwas anderes, was ich noch kurz dazu sagen wollte. Ich wollte noch einen Hadith erwähnen, weil der Abu Anas hat mich daran erinnert. Der Prophet a.s. hat gesagt, Al-Umratu ila-Umradi kaffaratun lima baynahuma. Das heißt, die Umrah zur Umrah tilgt die Sünden, die dazwischen sind. Und die gute Hajj, das heißt, die richtig praktiziert wurde, das heißt nach Sunna, mit Ikhlas und so weiter, mit Bemühungen, wo man sich gegenseitig motiviert, und die Mühe wollen wir uns inshallah geben, dafür gibt es keinen anderen Lohn als das Paradies. Das heißt, wenn man diese Hajj richtig praktiziert, das heißt, sich richtig vorbereitet, das heißt, dann mit einer Gruppe fährt, wo einem auch die Sunna richtig gezeigt wird und indem man dort auch motiviert wird, gute Taten zu tun, das heißt, dann hat man das Paradies sozusagen sicher. In dem Sinne, dass Allah dich so recht leiten wird, dass die Taten, die danach kommen, auch auf dem richtigen Weg liegen und richtig praktiziert werden. Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch auch noch anspornen, mit uns die Reise zu machen. Viele kennen uns durchs Internet, ja, und vielleicht sind wir vielen nur virtuell bekannt, aber das ist die Realität, die bieten wir euch an. Ihr könnt uns reell kennenlernen, mit uns live dabei sein, ja, und zwei Wochen lang oder ich weiß nicht, wie lange das Programm insgesamt sein wird, vielleicht 3 oder 4 Wochen wird man dann ja noch mitbekommen, dementsprechend. Und dann werdet ihr auch die einzelnen Prediger besser kennenlernen, ihr werdet mit denen zusammen sein und etwas sehr Wichtiges, ich war jetzt auch einige Male da und habe selber Erfahrungen mitgenommen von den Leuten, die auch schon mal da waren. Ja, zum Beispiel die Reisen von Mekka nach Medina oder Medina nach Mekka, je nachdem. Ja, es gibt oftmals Reiseführungen, die denen in dem Moment gar nicht irgendwas erzählen im Bus. Ja, und wir erzählen den Leuten dann ja, gewisse wichtige Hintergründe auf dem Weg zu den Städten. Und man hat gemerkt, wenn man den Leuten, wenn man die dann motiviert, dass sie ganz anders in ihre Gottesdienste reingehen. Ja, viel motivierter und viel bewusster. Weil wenn man einfach gar nichts sagt, die Leute einfach sich auf sich alleine gestellt lässt, ja, dann sind die sich meistens gar nicht richtig bewusst, was sie da gerade machen. Aber dadurch, dass sie eine richtige Führung bekommen und dann auch aufgeklärt werden, ja, dementsprechend sind die Leute dann auch im Herzen anwesend und das verschönert deine ganze Umrah oder deine ganze Hajj. Und deswegen sage ich auch, kommt mit uns aufs Boot und lasst uns gemeinsam die Pilgerreise praktizieren. Bis dahin alles Gute. Assalamu alaikum. Wie die Brüder gesagt haben,
Das ist eine sehr wichtige Ibadah, die Hajj. Und das ist eine sehr, es ist noch viel schöner, wenn man das gemeinsam mit Brüdern machen kann und mit Brüdern, wie die Brüder, die eben gesprochen haben. Ich habe meinen ersten Hajj auch mit diesen Brüdern gemacht. Und wir waren schon mit Bruder Abu Hamza, Abu Adam, ja, Abu Anas. Stimmt, ey, ich war mein erster Hajj-Führer, ne? Und Abu Anas. Wir waren zusammen zum Hajj und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und also es war eine Verinnerlichung und wie soll man das sagen, eine Sache, die man mitnimmt ins Leben und auch anderen dann erzählen kann. Und ich war auch mit Bruder Bader, haben wir auch schon mal eine Gruppe zur Umrah geführt. Und das war, ich habe selber gesagt, einer der besten Umrah, die ich jemals gemacht habe, weil man hat da einfach die Sachen besser wahrgenommen. Und wie der Bruder Bader gesagt hat, es wird Vorträge geben, es wird Unterhaltung unter uns geben. Wir können dann uns auch untereinander, wir können einfach Meinungen umtauschen, wir können einfach reden und gemeinsam dann zu den Gebeten fahren und diese ganze Belohnung mitnehmen. Verpasst es nicht, ist eine Gelegenheit, die Brüder haben das jetzt hier organisiert. Die Bruder von rechts und die rechts von mir ist und der Bruder, der links von mir ist, und die haben das organisiert, die haben diese Organisation gemacht. Und inshallah ta'ala sehen wir uns dieses Jahr gemeinsam in Mekka. Wassalamu alaikum.